So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 131. Folge hier in Forza Horizon 2 heute. Wieder mal im BMW. Denn der gute Edis, die hat sich ja BMW gewünscht. Ich habe mir kommen, die Folge 130 und 131 fährst du mal BMW. Und das mache ich auch. Und zwar heute hier im BMW Z4. Ich muss noch kurz den Namen ablesen. S235IS. Komischer Name. Aber er ist halt so. Denn das gute Stück hier ist ein Roadster von BMW. Und aktuell gibt es den ja noch gar nicht mehr, denn der wurde, glaube ich, am 22. August 2016 eingestellt, also die Produktion wurde eingestellt. Es gibt derzeit auch einen Nachfolger, der jetzt sich in Entwicklung befindet, aber noch nicht auf dem Markt ist. An sich Z4 ist für mich auch, finde ich, ein mehr oder weniger besonderes Auto, denn es war eines der drei Autos, welches man am Start von Forza Horizon 2 auswählen konnte. Denn da war eben der Wagen hier, der Z4 S235IS. Der Toyota Supra RZ und 69er Camaro SS Coupé. Ich habe damals den Z4 genommen, weil ich ihn auch einfach am geilsten fand. Und seitdem habe ich ihn quasi in mein Herz geschlossen. Das ist echt ein cooles Auto. Hört sich mega nice, hört sich auch sehr geil an. Sieht auch, finde ich, gut aus. Ich finde, er sieht offen besser aus, aber gut, im Spiel gibt es halt nur die geschlossene Version. Man kann das Dach zwar im Forza Vista Modus runter machen, aber halt nur in diesem Modus. Kann leider nicht so weiterfahren. Das gute Stück hier hat nämlich immerhin, man sieht es ihm vielleicht gar nicht an, hat nämlich sogar 340 PS aus einem doppelt aufgeladenen rein 6-Zylinder. Das ist ordentlich. Hat den Drehmoment von 450 Newtonmeter, sogar mit Overboost 500 Newtonmeter. Das ist mehr als ein 9F GT3 zum Beispiel. Schon nicht schlecht. Schafft Top Speed abgeregelt 250, verbraucht aber auch dafür über 9 Liter 100 Kilometer. Scheiß drauf. Das ist halt ein fucking Z4. Den werden wir heute natürlich erstmal ein wenig tunen, aber gar nicht mal so stark. Weil der Wagen, der ist auch schon so ziemlich gemacht, das macht auch so viel Spaß, weil er auch gar nicht mal so viel wiegt. Die Z4-Modelle der Generation ist übrigens aus der Generation E89. Die wiegen maximal 1,6 Tonnen, ich glaube 1,4 bis 1,6 Tonnen. Ich guck kurz, was der hier wiegt. Warte, der wiegt ja gute 1,5 Tonnen. Das ist gar nicht, natürlich, es ist viel, aber klasse, ich meine, es ist Roadster, der auch ein Dach, was da im Kofferraum hinten ist. Also in Anführungszeichen Kofferraum, mit viel ist er ja nicht, wenn das Dach da drin ist. Und ich glaube sonst auch nicht so viel mehr. Aber es soll halt auch Spaß machen, hat auch so halt so Cabrio-Feeling. Oh, Alter, die Bremsen, die sind da schlecht. Alter, wie von 6,3 auf 7,7. BB, was ist da los? Hat glaube ich auch keine, oh, da geht tief keine Carbon-Keramik-Bremsen. Wenn ist ja auch jetzt nur ein Z4. Ist ja schon, ist echt billig, ne? Nein, Spaß. Das hatte ich auch... Trotzdem nicht schlechter Wagen. Bis auf die Felgen, die sind, naja. Ich würde sagen, wie beim M3, alles andere als schön. Der Wagen geht leicht. Leicht finde ich gut. Leicht gefällt mir. Die üblichen Sachen hat natürlich auch hier richtig geile 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe von BMW. Das Beste vom Besten hier quasi. Also immerhin das hat er. Was der M3 anfangs zumindest nicht hatte. Ich meine, der ist auch ein paar Jahre älter. Na gut, so reifentechnisch könnten wir sogar noch was machen. Das ist auch in der Klasse European Supercars. Das ist auch die Klasse, die man letztens beim Forza dann brauchte. Und einige waren wirklich leider zu dumm, da nicht die Klasse zu bedienen. Also jetzt mal kurz vor euch zur Erklärung. Ich bin auch in der Forza Horizon 3 Gruppe Deutschland bei Facebook. Und auch wieder einige Kommentare. Sie sind, weiß ich, ganz viele angefahren mit einem Porsche, mit einem, was ich, Ferrari, irgendwas und alles, mit dem Wagen, haben wir den Porsche Cayman nicht bekommen. Ja, dann lest doch mal, was da steht. Ein europäischer Sportwagen, auf Englisch European Sports Cars. Und so heißt ganz zufälligerweise eine Klasse, eine Autoklasse hier im Spiel. Ich weiß eigentlich nicht, wie man so dumm sein kann. Wenn man sagen, na gut, ich reg mich lieber nicht auf. Da fahren so viele Leute, es ist echt furchtbar, aber was sind der Fahrradreifen da vorne? Ich meine, das ist ja süß, 225er. Ein Opel hat weniger, glaube ich. Was hat er nicht für Reifen? Ich weiß das gar nicht. Muss ich dann mal nachgucken oder so. Ja, 245er sind schon besser. Und was ist da hinten? Ja. Wir machen... 285er. Wir machen mal... Kommt 275er. Der Wagen soll nicht so extrem werden. Also ich will auch nicht den A-Klasse voll aufbauen. Er soll noch ein normales Auto werden. Also normal, in Anführungszeichen. Und Z4 ist eigentlich nicht mehr normal. Habe ich auch bisher jetzt hier im echten Leben gar nicht mal so oft gesehen. Das kann man, glaube ich, alles in einer Hand abzählen. Wie oft ich diesen Z4 gesehen habe, dieser Generation. Ich habe den in der alten Generation schon öfters gesehen.
Aber ich finde die irgendwie cool. Die König Britilite. Nee, ist nicht so. Britilite. Britelite oder so, keine Ahnung. Ich finde die irgendwie gar nicht mal so schlecht. Ja, die sehen auch gut aus. Jetzt natürlich nicht in Gold, machen wir anders. Die König Daylight. Mindestens kann ich den Namen aussprechen, aber die müssen noch ein bisschen größer. Holzenzoller, naja. Ja, okay, das ist genug. In Forza Smiler gucken wir mal. Nö. Und nö. Ich glaube, zum Z4 tut ein Spoil auch gar nicht mal so gut. Das finde ich nicht schön beim Z4. Ich könnte den Motor wechseln, gucke ich mal kurz. Und zwar auf einen V8 von Mercedes. Machen wir natürlich nicht. Und auf Allrad machen wir auch nicht. Vielleicht noch eine Auspuffanlage und dann ist der Wagen eigentlich auch schon soweit fertig. Ja, komm, das reicht. Der Wagen, der ist auch schon richtig schnell. Da würde mein Corsa sowas von abziehen. War sowas von. Aber ein Corsa ist ja auch kein Rennwagen und das hat wir eigentlich auch nicht. Aber sollte auf der Autobahn eigentlich ganz gut abgehen. Gucken mal nach Designs. Was aber schönes gibt, weil der M3, der hat geile Designs. Psylocke 32, sagt mir jetzt nichts. Okay, Fußball. Was zur Hölle? Naja. Nein, nein. Weil Sachen, die ich nicht verstehe. Das ist ja so eine Art Renndesign. Für den eigentlichen Z4 GT3. Den es ja auch im Spiel gibt. Und warum? Warum macht man das Design nicht für den Z4 GT3? Jetzt für den Wagen. Mein Aspekt, das kostet natürlich Geld, das Allstars Carpack, natürlich. Aber dann kann man auch gleich sich das Carpack holen mit dem Z4. Oder nur den Z4. Das verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Auch dieser Spoiler, nee, ich verstehe das nicht. Ach, das Design, das sieht an sich schon mal nicht schlecht aus. Nur wo ist das bitte ein Z4 GT3 Design? Das verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Ja. Okay, das sieht etwas speedmäßig aus. Z4 Performance, ich will aber kein Kennzeichen vorne haben. Ich muss gleich niesen, habe ich das Gefühl. Junge, Junge. Nee, ich suche einfach mal nach M. Ich finde da irgendwas. Okay, gibt nichts, dann werde ich den Wagen selber färben. Das Blau, das habe ich damals genommen beim Z4 in Forza Horizon 2, aber will ich jetzt heute nicht nehmen. Weil ich das nicht so schön finde. Rot. Ich glaube, das sieht auch in Weiß mal nicht schlecht aus, ne? Ich würde das Dach halt so gern aufmachen, das wird so viel geiler aussehen. Man kann ja aber leider nicht alles haben. Ich will aber irgendwie doch ein Design haben. Ich will mal hier die Dinger laden. Z4M. Ich verstehe nicht, wie man sowas Z4M nennen kann. Es gibt kein Z4M. Es gibt ein Z4S, weil das ist die Top-Version für den Wagen. Der Z4 S235IS, es gibt kein Z4M. Klingt auch ein bisschen komisch. Ich meine, es gibt zwar X5M und auch X6M, aber nein. Ich mache erstmal das hier auf. Ich guck's mir mal an. Also Z4 Performance, der Name, der passt schon eher. Nur eigentlich mache ich ein Design den Wagen nicht wirklich performanter. Also nicht, dass ich wüsste. Und zwar hier haben wir Horizon, also ein Mini-Streifen da irgendwie. Es ist. Ja, ich finde es in Ordnung. Felgenfarbe, die passt auch. Okay, wir nehmen das. Das ist noch relativ clean, sieht auch nicht so übertrieben krass aus, aber es passt schon. Auch wenn das M hier ein wenig deplatziert ist, weil es kein Z4M gibt. Oder auch kein M im Namen irgendwo. Da weiß ich ein BMW M235i, das gibt es. Oder auch ein M2, aber nicht sowas. Naja. Vielleicht mal zur Straße vor. Es ist gerade hier wieder Tag geworden. Denn vor Beginn der Aufnahme war es hier noch Nacht. Aber ich habe wohl so viel Zeit verschwendet, dass wieder Tag ist. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz aufstehen. Warte.
So, aber ich habe gerade die Aufnahme nicht mehr gesehen. Das ist ja nicht so günstig. Ich habe wieder zur Straße vor. Dann einen kleinen Soundcheck zu machen. Ist nur ein rein Sechszylinder, aber BMW macht geile Sounds. Deswegen hören wir uns den auch mal kurz an. Hört sich, ich sag mal, sehr dezent an. Kein lauter, brüllender Motor. Muss ja auch nicht sein. Der Sound gefällt mir. Ich mag auch wirklich die R6 von BMW. Das können die richtig gut, genau wie Porsche. Also fast so gut wie Porsche. Porsche kann sie besser. Finde ich zumindest. Natürlich, tief muss der Bock. Ist ja schon ziemlich robust, ne? Sonst hat 4 tiefer gelegt. Auf 100 haben wir jetzt 4,5 gerundet. Naja, also finde ich ein bisschen viel. So. Alles ein bisschen kürzer hier. Geht mir diese 7 Gänge, also kann ich die auch halbwegs nutzen. Hier gefällt mir gut. Ich finde den von innen halt richtig gut. Weil der hat da so. Man sieht, es sieht halt so aus, als ob man wirklich sehr, sehr tief sitzt. Was glaube ich auch so ist. Hat auch eine lange Schnauze, lange Motorhaube. Muss auch ein langer Motor reinpassen. In den 6 Zylindern. In der Reihe. Ist schon nicht gerade wenig. Ist ja quasi so lang wie ein V12-Motor. Ja, ich finde den Tacho auch, das sieht wirklich ziemlich gut aus. Das Sound im Innenraum, ja, hört sich so ein bisschen staubsaugermäßig an, muss ich sagen. Ist zwar ein etwas komischer Staubsauger, aber Sound, naja. Da klingt er von außen besser. Ist nicht so staubsaugermäßig wie ein Gran Turismo. Das ist ja ein kleines bisschen schlimmer. Aber gut. Nee, gefällt mir. Ich fahr jetzt mal die nächste links. Nee, gefällt mir der Wagen. Nur von außen ist der Sound besser. Ich hab doch zwei schöne Endrohre. Und spürt auch manchmal Feuer. Also, ja, ne? Oder wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Der gefällt mir. Deswegen nicht lang schnacken, sondern auch mal Rennen fahren. Gucken, wie der Wagen da so abschneidet. Und wir könnten ja mal nehmen ein Rundstreckenrennen. Das hier zum Beispiel. Das nehmen wir auch mal direkt. Von der Fahrerin ist gar nicht mal so weit. 7 Kilometer. Im ersten Gang ist halt, wie ich jetzt bin. Im zweiten Gang wieder komplett Grip. Bin aber damals in Horizon zwar wirklich sehr viel gefahren. Weil es das Starterauto war. Aber beim M4 hier genauso bin ich noch viel gefahren. Weil es das Starterauto war. Also Z4 mag ich wirklich gerne. Ich finde auch, dass der neue sehr geil aussieht. Den neuen gibt es auch, glaube ich, halt als normalen Wulster und auch so als Coupé. Das sieht fucking awesome aus. Doch hier, BMW will ja auch wieder den M8 bringen. Das sieht auch richtig, richtig geil aus. Okay. Freue mich mega drauf. Gibt es doch dann vielleicht schon nächsten Forza, also Forza 7 bestimmt nicht. Ich glaube, da gibt es dann weder den 904 noch den M8. Falls sie überhaupt denn schon rauskommen. Ich glaube. Der M8 kommt, glaube ich, jetzt 2018. Und der Z4 weiß ich gar nicht. Ja, aber fährt sich schön. Hier kurze Getriebe, passt auch gut. Ist ja eh kein Top-Speed-Monster. So, apropos Top-Speed-Monster. Was ist denn so der Top-Speed? Ich sag mal 2,85.
Oh, 295. Das ist ordentlich. Wir werden natürlich nicht ausfahren. Außer auf der Autobahn vielleicht. Da könnten wir sogar 300 schaffen. Meine Güte, ey. Das ist ein Quer geht auch. Also kein Anführungszeichen. Ist auch keine Driftmaschine. Ein M6 vielleicht schon eher. Oder ein M4. Oder halt auch M5. Aber nicht der hier. Ist doch, glaube ich, auch eher so ein bisschen halt so ein Auto für die Landstraßen und auch so ein bisschen zum Reisen. So gemütlich auf der Autobahn fahren, so mal 150. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht mehr gemütlich für einige. Ich meine, ich bin in meinem ganzen Leben, das ist jetzt ungelogen, außer in der Fahrschule noch nie Autobahn gefahren. Und auch in der Fahrschule bin ich nur einmal Autobahn gefahren. Und das in der zweiten Fahrstunde. Kein Scherz. Erste Fahrstunde war halt so normal, so ein bisschen rumfahren, so halt Landstraße, so ein bisschen, kleines bisschen Stadt. Nach der nächsten Fahrstunde, ja, wir fahren jetzt mal Autobahn. Und ich hatte damals so einen VW Golf 6. Ich glaube Diesel, 120 PS. Fuhr sich aber gut, finde ich. War völlig in Ordnung. Hat Spaß gemacht, mit dem Ding zu fahren. War auch sehr einfach zu fahren. Aber dann in einer zweiten Stunde Autobahn. Und ja, ich wollte halt so 130 fahren, nach Geschwindigkeit. Ist ja auch nichts Schlimmes daran. Ich meine, es ist die zweite Fahrstunde. Da hat mein Fahrlehrer ein bisschen was gegen. Deswegen hat der das Gaspedal noch so ein bisschen runtergedrückt, dass wir schneller gefahren sind. Und ich bin dann letztendlich in der zweiten Fahrstunde mit dem Golf 200 km/h gefahren. Das ist schon... Ich wollte nicht so schnell fahren. Ich meine, kann man sich vorstellen, in der zweiten Fahrstunde, dass man da nicht direkt 200 fahren will, ist, glaube ich, klar. Wir machen mal noch wieder drei Ründchen. Passt soweit. Wo war ich jetzt eigentlich? Achso, ja, bei der Fahrschule. Denn ich... Es war wirklich... Ich fand es wirklich unangenehm. Weil du musst dich auch bei der Geschwindigkeit so hart aufs Fahren konzentrieren. Vor allem, wenn du halt erst 2 Stunden gefahren bist. Das war, fand ich, so anstrengend auch. Naja. Und vor allem das Beste. Ich glaube, so irgendwie am Lenkrad oder so, da irgendwo war halt so ein Aufkleber, dass die Reifen bis maximal 190 km/h zugelassen sind. Dass man gar nicht schneller fahren darf. Und wir sind 200 gefahren, also 10 km/h schneller. Da dachte ich mir auch so, was ist das für ein Fahrlehrer? Naja, ich habe es bei ihm doch geschafft, den Führerschein zu kriegen. Naja. Aber ich will jetzt nicht sagen, wer das war, aber ich kann ihn auf jeden Fall nicht weiterempfehlen. Auch ein sehr aggressiver Fahrlehrer. Der hat mich halt öfter noch angeschrien. Was wir auch oft mal gemacht haben, wir haben während meiner Fahrstunde auch bei ihm Sachen erledigt. Ich sollte ihn mal zu seinem, irgendwie so einen Finanzberater oder so fahren. Wir waren im Baumarkt einkaufen, wir haben Sperrmüll abgeliefert. Wir waren bei irgendeinem Markierer, wir haben Sachen für ihn abgeholt. Fernseher oder sowas. Also, wir haben vieles gemacht, aber noch vieles, was nicht mit der Fahrstunde zu tun hat. Weil das kostet mir auch alles Geld. Wenn ich damals nicht auf dem Parkplatz war, dass er im Baumarkt einkaufen geht, kostet mich das auch wieder Geld. Die Fahrstunden sind halt nicht ganz günstig, deswegen ist das schon ziemlich assi gewesen von ihm. Aber gut. War jetzt halt so. War ein ziemlich komischer Fahrlehrer. Aber trotzdem, ich habe es auch bei ihm geschafft. War ja auch ein netter Prüfer, muss ich sagen. Wenn auch während der Prüfung deutlich besser gefahren als sonst. Ich meine, ich war so kein schlechter Fahrer, nein, aber vor allem beim Parken hatte ich halt noch mal so ein bisschen Probleme. Also beim längs einparken. Das fand ich immer noch ein bisschen schwer. Denn bei der Prüfung, easy im ersten Versuch, zack, rein, ich stand perfekt drin. Und der Verkehr war super während der Prüfung. War alles ziemlich ruhig. Das ist ziemlich, auch eine ziemlich gute Strecke, fand ich. Also sich das Fahrprüfung finde ich jetzt, aus meiner Erfahrung her, warte, Nase juckt. Finde ich, ist nichts wirklich irgendwie besonders Schwieriges oder irgendwie. Ich meine, Fahrlehrer oder Fahrprüfer, das sind auch nur Menschen. Aber weiß ich, wenn du auf den Wagen, wenn du den einmal abwürgst, dann fliegst du auch nicht durch die Prüfung, dann fällt es nicht durch. Aber wenn jetzt, weiß ich, die Vorfahrt mit Achlus oder fast im Unfall kommt, dann vielleicht schon. Aber weiß ich, die rote Ampel überfährst. Das kann dann schon sein.
Aber es sind keine Unmenschen, die da sind. Zumindest war auch meiner nicht so. Ich meine, klar, die wissen, dass du aufgeregt bist. Man ist auch eigentlich immer aufgeregt. Ich war auch relativ aufgeregt. Ich finde aber, es ging noch. Ich bin an sich so ein Mensch, der sich nicht so wirklich immer aufregt oder tausende Gedanken macht. Bei welchen Prüfungen, sei es jetzt Fahrprüfungen oder weiß ich, Schule oder irgendwas. Oder Vorstellungsgespräch. Ich meine, klar, da war ich auch immer aufgeregt. Aber irgendwie war das immer so, ja, das wird schon. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Ich sollte am besten weniger reden und besser fahren. Ich fahre wieder kurz zusammen. Ich rede, aber ich wollte immer noch mal ein bisschen reden. Kommt uns gerade so spontan. Weil irgendwie war Fahrschulzeit schon was ziemlich Cooles. Muss ich sagen. Das war eigentlich richtig geil. Achso, nochmal wegen Autobahn. Es ist, glaube ich, vorgeschrieben, dass man, ich glaube, waren das 3 Nachtfahrten macht, 4 Autobahnfahrten und 5, was waren das noch? 5 Überlandfahrten, also Landstraße, ich weiß gar nicht. Also Autobahn bin ich 2 Stunden gefahren insgesamt, halt in der zweiten und dritten Fahrstunde. Und Nachtfahrten habe ich gar nicht gemacht. Hat trotzdem so angekreuzt. Dafür halt sehr viel Überland. Und halt auch natürlich auch Stadt. Ist klar. Also das kommt dabei raus, wenn ihr einfach nur euch aufs Reden konzentriert und dabei nicht fahren könnt. Deswegen, ich kann mich nicht irgendwie gleichzeitig aufs Reden konzentrieren und aufs Fahren. Natürlich nebenbei ein bisschen reden, ist klar, weil es ist halt dabei auch nicht nur Bullshit zu labern. Weil es halbwegs sinnvoll ist, rauszubringen. Das ist gar nicht mal so einfach. Ja, aber da soll ich Multitasking fähig. Deswegen auch nur ein 8. Platz, ist mir jetzt aber auch scheißegal. Ich wollte gerade erst sagen, also das ist auch nicht so ein geiles Auto, aber ja, was fährt denn auf dem 1. Platz? Z4? Naja, ich finde das eigentlich so ein interessantes Thema, Fahrschule. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Fahrschule gerade macht oder die bald macht. Oder ob ihr schon die hinter euch habt und wie es ihr fandet. Oder was ihr euch für eine Fahrschule ist da erwartet oder euch vorstellt. Ich kann euch bei dem Thema auch gerne so ein paar Fragen beantworten, wenn ihr welche habt. Meine Fahrschulzeit war ja von November 2015 bis April 2016. Also fast ein halbes Jahr. Komm, ein Rennen geht noch. Aber war wirklich geil, muss ich sagen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Mach mal die, weil die nebenan ist. Ich bin seitdem zwar nicht so viel gefahren, wird sich aber jetzt auch mit meinem eigenen Auto logischerweise ändern. Aber dann halt deutlich mehr fährt. Ich will jetzt aber nicht zu viel fahren, weil natürlich viel Autofahren kostet halt auch viel Benzin. Kostet halt auch viel Geld. Und den Geld schwimmen tue ich jetzt ja auch nicht. Deswegen werde ich aber halt dann spätestens zum 1. September viel Auto fahren. Da werde ich circa pro Woche 450 Kilometer fahren. Bis 500. Weil ich halt auch je nachdem zur Arbeit fahren muss. So 40, 45 Kilometer zur Arbeit. Wird viel. So ist das aber halt. Ist aber halt trotzdem noch günstiger, als sich eine Wohnung dann zu holen. Weil ich brauche dann irgendwie auch trotzdem noch ein Auto. Wenn ich irgendwie, müsste dann auch mal einkaufen gehen oder so, oder mal irgendwo hinfahren, dann brauche ich ja trotzdem mein Auto. Dann ist es halt dann so gesehen noch besser, zu Hause zu wohnen. Weil während der Ausbildung wird man auch nicht reich. Kann ich jetzt euch so sagen. Also ich verdiene, sage ich natürlich nicht. Das ist natürlich ein Geheimnis. Das darf ich auch gar nicht sagen. Aber es ist nicht viel. Da ist auch viel mehr als eigentlich Autofahren soweit oder auch sonst gar nicht drin. Weil Auto kostet auch schon natürlich Versicherung, alles, Steuern, Sprit. Das ist eine Menge Geld. Dann bin ich da im Monat auf jeden Fall bei, ich denke mal so, 250 Euro. Kann gut hinkommen. Da spule ich mal kurz zurück. In die Kurve, ich hasse die jedes Mal, wenn ich das Rennen fahre.
Fühlt sich auch jedes Mal scheiße an. Kenne ich mir nicht die Kurve. Oh, Leute. Da mal Gast da vorne, Audi. Der SLK wieder, ey. Ich hasse ihn. Das ist einfach so ein übelster Topspeed. Wird gleich wahrscheinlich wegziehen. Also eigentlich sollte er das. So. Nächste wieder rechts. Guck mal, wieso fahren die da so langsam, die KI? Wieso macht die das? Tschüss, Lotus. Aber passt für die richtig guten Leute. Ist eigentlich nicht für mich, aber gut. Wow, natürlich muss da wieder eine Begrenzung sein. Ich hab's geahnt. Die Kurve ist scheiße. Ich natürlich auch. Also ich fahr scheiße. Aber auch daran, weil ich natürlich jetzt auch seit ungefähr 2 Monaten ziemlich selten Forza spiele. Also vergleichsweise selten. Und das ist ja früher quasi täglich gefahren. Und jetzt zweimal die Woche, dreimal maximal. Eigentlich fast nur für Aufnahmen. Macht mir trotzdem Spaß, keine Frage, aber es sind auch Spiele, die ich geiler finde. Witcher 3. Was soll denn das hier, mein Freund? Zu überholen? Sehe ich jetzt aber nicht ein, ne? Sehe ich aber überhaupt nicht ein. Kurve verkackt. Trotzdem noch erster. Immer noch nicht ganz so blamiert. Oh, ja, mal rum. Aber das Z4, der fällt mir nicht ganz so gut wie der M3 zum Beispiel. Der fühlt sich deutlich besser. Aber vor allem auch deutlich schneller. Ach, okay, ich bin sogar noch Zweiter geworden. Ach, immerhin. Ganz schön viele Lotus hier, ne? Ein Evora, Exige, Elise, noch ein Evora. Naja. Aber schöne Felgen, muss ich sagen. Die gefallen mir echt gut. Bin von dem Wagen so ein klein wenig enttäuscht. Muss ich leider gestehen. Da war ein bisschen mehr erwartet. Und von mir auch ein bisschen mehr erwartet. Aber geht hier um Spaß und nicht ums Gewinnen oder ums zeigen, ich kann so geil fahren. So, die geht ja natürlich darum überhaupt gar nicht. Aber trotzdem ein cooles Auto. Auch ein nettes Design, finde ich. Auch mit diesem schwarzen Spoiler, der so ein bisschen schwarz gemacht wurde. Finde ich auch ziemlich nett. Also Z4 ist auch ein echt, denke ich mal, auf jeden Fall ein richtig cooles Auto. Ja, aber auch mal nicht schlecht damit zu fahren. Aber wird alles mal ein Traum bleiben, wahrscheinlich. Aber ja, man darf ruhig träumen. Die Träume sind ja auch sehr schön. Dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder ein anderes, hoffentlich wieder sehr, sehr schönes und auch vielleicht etwas schnelleres Auto geben wird. Mal schauen. Dann würde ich sagen, tschüss.